So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Star Talking. Mein Name ist Marvin und ich bin hier im Zoopalast in Berlin und habe die Stars, die Gäste und die Darsteller des Films Fuck You Goethe 2 interviewt und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Jella, ich muss dich kurz verhaften für ein Twitter-Selfie, für die... freundlich gucken. Ich hoffe, das sehe ich auch später bei Twitter. Ja. Wie geht's dir? Meine Haare sind leider nass, weil draußen regnet es ganz doll. Ja. Aber ist egal. Aber du bist trotzdem gut gelaunt, in Berlin zu sein. Wie nimmst du den Rummel hier heute wahr? Ja, schön, weil ein paar Freunde von mir sind auch da und so. Draußen ist es sehr nass. Ja, aber macht Spaß. Eine häufige Frage, die man natürlich immer hört als Schauspielerin, wie viel Charakter steckt von dir in der Rolle? Als Schauspielerin spielt man eine Rolle? Ja, man spielt. Man spielt ja die Rolle, ja, sorry. Inwiefern ist es denn schwer, in Anführungszeichen, eine Dummerchenrolle zu spielen? Naja, weiß ich nicht. Also mir ist es nicht so schwer gefallen, weil das Drehbuch einfach so wahnsinnig gut war. Es macht einfach total Spaß, eine Dummerchenrolle zu spielen, wenn man mal richtig sich auch auslassen kann. Ihr habt auch vorher im Internet viele Clips hochgeladen, wo du zum Beispiel viele Reklamhefte liest. Wer hatte die Idee dazu und wie war das für dich? Oberdaktikin hatte die Idee dazu. Und wie war das für dich? Hat Spaß gemacht. Ist aber auch anstrengend, so viel Text zu lernen. War das denn in der Schule auch schon so eine Aufgabe, die du nicht gemocht hast? Nee, ich habe immer wahnsinnig gerne Text gelernt, ehrlich gesagt. Was waren deine Fächer, die du nicht so gemocht hast? Chemie, Mathe und Physik. Warum? Liegt dir das einfach nicht oder langweilig? Naturwissenschaften liegt mir einfach nicht. Mir fehlt da irgendeine Synapse, glaube ich. Ich weiß nicht, so meinem abstrakten Denken bei geometrischen Formen, irgendwie ist es schwierig. Alles klar, ich danke dir und viel Spaß heute. Danke. Es ist toll zu merken, dass der Film so gut ankommt und dass so viele Leute wieder Lust haben, den zweiten Teil zu sehen. Wie war die Zusammenarbeit mit Elias, der jetzt neben dir steht? Wie hast du ihn erlebt? Wieder großartig. Er ist ein wirklich toller Kollege. Ein absoluter Gentleman. Wie war für dich die Resonanz auf den ersten Teil des Films und war das für dich die Motivation, den zweiten Teil auch noch zu drehen? War super natürlich. Gott sei Dank, natürlich nicht, aber Gott sei Dank war die Resonanz sehr super und die Leute hatten sehr viel Spaß im Kino und insofern war es toll, einen zweiten Teil zu machen davon. Wird das auch die Motivation für den dritten Teil sein? Jetzt mal ganz ehrlich, der zweite Teil kommt heute ins Kino. Wir denken noch nicht ansatzweise darüber nach, was wir dann weitermachen oder über den dritten Teil drehen. Man muss ja zukunftsorientiert denken. Ja, nee. Wir haben jetzt sehr viel gearbeitet und die Leute sollen alles Spaß haben im Kino und wir freuen uns, dass die Leute den endlich sehen können. Und dann gucken wir weiter. Alles klar, danke dir. Schönen Abend euch. Wie nimmst du bei Kinowetter heute in Berlin die Premiere wahr? Ja, irgendwo passend. Es ist schon Wahnsinn eigentlich, die Fans stehen da schon, teilweise haben sie gesagt, seit 5 Stunden und dann regnet es auch noch und das zeigt schon Einsatz. Natürlich eine Frage, die ein Schauspieler oder eine Schauspielerin immer trifft, inwiefern ist der persönliche Charakter mit in der Rolle? Wie ist denn da der persönliche Bezug? Also ich bin jemand, der sich gar nicht so darauf konzentriert, was die Rolle mit mir ähnlich hat. Ich konzentriere mich immer lieber darauf, die Rolle als die eigene Persönlichkeit zu begreifen. Wie war deine Schulzeit früher? Was warst du für ein Schüler? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich war ein Durchschnittsschüler. Ich bin mal weniger, mal mehr gern hingegangen und habe nie wirklich viel für die Schule getan, aber so, dass es gerade so gereicht hat. Ich habe mein Abi gemacht und ja, auch gerne mal ein bisschen den Lehrer geärgert vielleicht und ein bisschen Quatsch gemacht mit den Freunden, aber nicht ganz so wild wie der Danger und die 10B. Was ist denn anstrengender, der Dreh selbst oder danach die ganze Promotion, wenn man jetzt durch quer Deutschland reist und den Film promotet? Also mich strapaziert Promotion extrem. Ist ein Dreh, wie läuft der denn ab? Man sagt ja immer, dass man manche Tage 24 Stunden drehen muss und manche Tage sitzt man 16 Stunden nur rum. Wie läuft das in Wirklichkeit ab? Also 24 Stunden dreht man nicht, okay. Aber schon 16 oder sowas, manchmal am Stück. Und weil manchmal die Situation die ist, dass man ein Motiv abdrehen muss oder einen bestimmten Anschluss braucht oder einfach das Pensum schaffen muss aus anderen Gründen und so. Aber wie ein Dreh jetzt ganz genau abläuft, da glaube ich, haben wir jetzt nicht die Zeit, oder? Oh, mein lieber Marvin! Wie geht's? What's up? How you doing? Wie geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch super. Wir treffen dich heute zufälligerweise. Berlin scheint sehr klein zu sein bei Fuck You Goethe 2. Was machst du hier? Ey, ich wurde eingeladen. Ich wurde einfach eingeladen. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen und ich habe immer so meine Vorurteile gegen diesen Film gehabt, weil ich mir dachte, ich weiß nicht und hin und her. Aber weißt du was? Ich gucke mir das selber jetzt an. Und weil ja ein Kumpel von mir mitspielt und eine Freundin noch. Ich dachte, komm, das ist doch
eine gute Sache, dann gucke ich mir den Film an. Weil jeder ist voll begeistert von dem Film und sagt, ey, nein, der ist so lustig. Der ist so lustig, der Film. Achso, rede weiter, ich wollte nicht unterbrechen. Und deswegen gucke ich mir jetzt den Film auch. Wenn Fuck You Goethe Teil 2 mich überzeugt, werde ich mir nochmal Teil 1, also werde ich mir überhaupt Teil 1 anschauen. Fuck You Goethe 3 vielleicht auch für dich als Rolle mitzuspielen? Du, warum denn eigentlich nicht, wenn es eine coole Rolle ist und wenn das vom Team her sich gut versteht und es alles so locker ist, wie es im Fernsehen so gezeigt wird, dann hätte ich damit gar kein Problem, weil ich denke mal, dass Elias ein sehr sympathischer Typ ist und ziemlich locker ist und die ganzen Darsteller, die da auch mitspielen. Also warum nicht? Aber ich will nicht eine Schülerin spielen und ich will auch keine Leiche spielen. Wenn, dann bin ich eine Lehrerin. Ganz klar. Oder die Direktorin. Also eher schon eine Rolle, die in deinem Naturell liegt? Ja, irgendwas so chefmäßig. Oder halt ein Gangster. Würde vielleicht passen. Ich habe ja schon mitbekommen, du bist ja selbst bei Dreharbeiten dabei. Ja. Wie läuft das und was kann man da erwarten? Ah, das wird ein geiler Spielfilm. Also es ist eine Komödie und ich habe da eine Hauptrolle bekommen. Das ist meine erste Hauptrolle. Also ich habe ja noch nie im Film irgendwas gemacht. Und es ist sehr anstrengend, aber es ist wiederum sehr interessant. Und es ist eine neue Erfahrung für mich und macht mir vielleicht eine neue Tür wieder auf. Und hinter den Kulissen habe ich nur Lob bekommen, und dass ich talentiert bin, also Hollywood. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall mit viel Konzentration und Disziplin. Also jetzt verstehe ich die Leute, die so Filme machen, dass es echt viel Konzentration und Disziplin zu tun hat. Also von daher, es macht Spaß, aber es ist halt Hard Work. Wir haben in unserem letzten längeren Interview ja auch über Farid Bang gesprochen. Yeah. Der ist heute auch hier. Wirst du auf ihn treffen? Nein, der ist nicht da. Na klar, der steht auf der Einladungsliste. Nee, der ist nicht da. Ich habe da schon längst mit ihm telefoniert, Schatzi. Er ist nicht da, du weißt wieder mehr als wir. Nein, nein. Also ihr habt jetzt Kontakt wieder und mehr. Wir hatten immer schon Kontakt wieder und mehr. Warum sollten wir keinen Kontakt haben? Ich weiß nicht, du hattest ja gesagt, dass du ihn menschlich sehr schätzt, aber halt musikalisch wegen dem Müttergedisse. Nein, aber das hat ja nichts damit zu tun. Trotzdem sind wir doch befreundet. Ach so, okay. Ja, also von daher. Nee, aber ich weiß, dass er nicht da ist. Er war in München bei da, aber hier wird er nicht sein. Und wenn, dann hat er mich angelogen und dann kriegst du auf die Presse, ne? Frag ich gar nicht, ne? Wenn er mich anlügt, ne? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Star Talking. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt Senna. Wie geht's dir? Gut, und dir, Marvin? Alles super. Wir sind heute bei Milch und Zucker in Friedrichshain, Berlin. Ein sehr schönes Café, wie ich feststellen durfte. Ich kannte es vorher noch nicht. Du hast mir den Tipp gegeben, dass wir uns ja hier treffen könnten. Den Zucker packe ich schon mal weg von Milch und Zucker. Hat eine sehr gute Küche und ich mag das Café, weil es ein Freund von mir auch gehört und eine Freundin von mir. Und von daher, hier hast du auch deine Ruhe. Hier wird genetworked. Hier kannst du...